Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von mir, The Firestorm MP, zu dem Spiel Assassin's Creed Revelations. Wir sind in Sequenz 6, allerdings hatte ich ja gesagt, ich will jetzt noch gerade die Nebenmissionen machen. Aber auch nur die gröbsten, nicht alle, ne, das ist ja klar. Und dann werden wir auch die Hauptmission weitermachen, zu Ende führen, weil dann kommen 7, 8 und 9 und 7 und 8 sind die großen, sag ich es mal. Also 9 ist ja, in einer halben Stunde bis 20 Minuten schaffe ich die 9. Sequenz und die 8. und die 7. sind wie gesagt die großen Sequenzen, die größeren oder die noch großen. Und deswegen werde ich jetzt hier die Nebenmissionen machen, gerade die noch zu machen sind und nicht die Hauptmission. Und gut, dass ich gerade hier bin, denn hier muss ich gar nicht hin. Ich müsste zum Beispiel, genau, hier ist ja noch eine Feste, übrigens, gut zu wissen. Hier ist eine Meister-Assassinen-Mission, hier sind Meister-Assassinen-Missionen, überall sind Meister-Assassinen-Missionen. Das bringt mir, das bringt mich dazu, vielleicht Schnellreise zu betreiben, ganz oft. Ich mache das alles live. Ich weiß aber nicht, ob ich das vorher zeige oder nachher. Also nach dem LP. Nach dem Let's Play. Ich denke mal nach, davor noch. Bin mir aber noch, also währenddessen sozusagen. Klingt jetzt ein wenig komisch, aber. Denke noch, also währenddessen. Weil ich die Vermutung habe, dass es einfach besser passt. Sinnlich irgendwie, also ich weiß auch nicht. Ich bin... Na, dahin will ich, der große Bazaar. Denn da ist unsere Meister-Assassinen-Mission. Ich will die alle mal machen. Ja, plus minus alle. Was heißt alle? Was heißt alle? Die meisten. Und, ja. Genau. Die meisten. So. Jetzt muss ich einen von denen hier auswählen. Ich nehme einfach den ersten. Guido Tuccherini. Legen Sie fest, welchen Assassinen Sie zum Anführer dieser Feste befördern möchten. Und zwar diesen hier, Guido Tuccherini. Reden wir mit ihm. Der Visier, Teil 1. Treten Sie in einem Rennen gegen Ihren Rekruten an. Das Rennen gegen die Rekruten gewinnen. Ach du Scheiße. Mentor, es heißt, ihr hättet noch den Elan und die Stärke eines 20-Jährigen. Ich halte mich in Form. Wie wäre es mit einem Rennen? Das wäre eine gute Übung. Fangt an und ich folge euch. Ich habe nicht den Anspruch, dieses Rennen zu gewinnen. Ich habe nicht den Anspruch, dieses Rennen zu gewinnen. Dieser Templer führt etwas im Schilde. Wir sollten ihm folgen. Also folgen.
Was mach ich denn? Er wird sich noch etwas antun. Ganz ruhig, mein Freund. Kann ich meinen Augen trauen? Ja. Vielleicht bin ich zu müde. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Ah, lasst ihn nicht entkommen! Hilfe! Haltet ihn! Ich kann nicht verweilen. Das hatte er bei sich, Mentor. Es muss dem Visier gehören, den er beraubte. Ihr kümmert euch um die Leiche. Ich bringe das Dokument zurück. So eine Scheiße. Gott, wenn du mich schon zum Opfer gefallen. Wir werden folgen, wenn ihr, gute Leute, den Tapferen blitzend. Kurz, mein Freund. Ich wusste, dass du das Geld liebst, mein Freund. Wieso ist der eigentlich schon halb tot? Lasst euch nicht von großen Geschichten der Ehe. Ich glaube, das gehört euch. Ah, ihr habt mir eine schwere Demütigung vor der Hohen Pforte erspart. Hab Dank, Effendim. Und das ist der Assassine, der euch heute beistand? Genießt den Rest eures Tages. Niedergemacht wird. Ich bebe vor Wut ob des Wissens, dass sie frei sind. Merzen wir diese Pest gemeinsam mit den Byzantinern aus. Sie müssen bezahlen. Komm schon. Wer immer diese verrückten Assassinen sein vorbeigehen und hinterlassen nur Mühsal auf ihrem Pfad. Für kalte Mörder wie die Assassinen gibt es... Alles klar. Erste Meister-Assassin-Mission schon mal gemacht. Gehen wir direkt zur nächsten. In einem genialen taktischen Manöver. Kinder, gefährlich aus, nicht? Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal anonym werden. Freunde, vereinigt euch! Die zänkischen Differenzen unserer Stadt verblassen! Das findest du lustig, ne? Kann ich die Nummer? Ey, da verdient er eher mehr als... Sie nehmen die Werte, die den Menschen aller... Okay, dann gehe, glaube ich, nochmal hier hin. Und
kann mich wieder. Gehen wir wieder zu einer. Findet ihr jetzt 300. Naja, kommt drauf an, was gerade los ist, ne? Angst und Schrecken in der ganzen Stadt und bringen uns den. Da wird sich noch jemand verletzen. So. Befreit von jeglichen. Machen wir die nächste Feste. Ja, den möchte ich. Mentor, ich hörte einige schlimme Gerüchte. Erzählt. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein orthodoxer Diakon den Patriarchen von Konstantinie ermorden will. Wissen wir, wer dieser Diakon ist? Noch nicht. Es gibt keine Hinweise. Wir brauchen zuerst einen Namen. Es dient unserer Sache nicht, wenn wir jeden Geistlichen zwischen Bursa und Belgrado erschlagen. Vieni, wir hören uns um, mal sehen, was wir in Erfahrung bringen. Der Diakon Teil 1. Finden Sie heraus, wer hinter dem geplanten Mord am orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel steckt. Den Kirchenfunktionär beim ersten Versuch finden. Wie ist euer Plan, Mentor? Die orthodoxe Enklave in der Stadt ist zu klein für große Geheimnisse. Wir stellen den Geistlichen ein paar Fragen und bringen sie zum Antworten, falls nötig. Stirb, Assassine! Stirb! Ich will deine Seele auf ewig im Höllenfeuer schmoren. Wie man mir sagte, haben die immer schön viel. Okay, der ist es nicht. Den sollten wir mal fragen. Es gibt Gerüchte, dass ein abtrünniger Diakon den Patriarchen bedroht. Fällt euch dazu etwas ein? Ah ja, wir kennen diese Gerüchte auch. Und der Name dahinter ist immer derselbe. Kyrill von Rhodos. Der Patriarch verstieß ihn vor einigen Jahren wegen grober Missetaten. Er wurde verbannt. Ein Anathema. Falls ihr ihn in der Stadt seht, könnt ihr sicher sein, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Folgt mir nach. Was habt ihr erfahren? Unser Ziel heißt Kyrill von Rhodos, ein verbannter Diakon. So, dann gehen wir mal hoch und suchen den Diakon. Haltet ein. Hier gibt es eine Menge Geistlicher. Kommt. Ich weiß, was zu tun ist, Mentor. Wenn ich eine Möglichkeit sehe, ihn zu eliminieren, ergreife ich sie.
Ich habe ihn, Mentor. Halt! Das ist nicht unser Ziel! Voreiliger Narr, ihr habt einen Unschuldigen getötet. Ich bin untröstlich, Mentor. Vergib mir. Selbst wenn ich es töte, andere tun es nicht. Sollten sie auch nicht. Nehmt seine Leiche und tragt sie zur Küste. Das ist das Joch, das ihr tragen müsst. Und doch. Hier. Guter Gott. Übergebt diesen armen Mann der See und denkt über eure Fehler nach. Evett, Mentor. Möge die Scham, die ich spüre, nie vergehen.